Ach komm, ich geh pennen, wenn ich schon dabei bin. Wenn ich dabei bin. Und jedenfalls, Kartoffeln kann man in Streifen schneiden und ja, nicht nur so in Scheiben, sondern gleich in richtige Streifen und dann gibt das Pommes. So, da hat man mal selbstgemachte Pommes getestet und welche von McDonald's. Natürlich klar, wie das Ergebnis dann aussieht. Einfach nur mal so von der Haltbarkeit her allgemein. Man hat jetzt zum Beispiel einfach mal so eine Petrischale genommen, kennt ihr vielleicht aus der Schule, aus dem Chemieunterricht oder, nee, was heißt Chemie, sag mal Biounterricht, wenn man zum Beispiel so Bakterienversuche macht, das heißt, dass da mal irgendwie... darf man an meinem Finger auf so eine Petrischale packen, das wird dann 2 Wochen irgendwo hingestellt, wo die Bakterien sich schön vermehren können und dann siehst du da richtig die Pilzsporen. Da weißt du genau, was du alles an den Finger hattest. Da ist also so ein Pilz praktisch gewachsen, sag ich jetzt mal. Und genau das gleiche haben sie mit so einer Pommes gemacht. Die haben so eine sterile Petrischale, einfach mal so eine Pommes reingesteckt. Einmal eine selbstgemachte und einmal eine von McDonald's. So, dann haben die erstmal eine Woche oder zwei in die Ecke gestellt. Dann haben sie mal geschaut, was passiert ist. So, und weiß nicht, vielleicht könnt ihr es euch jetzt denken. Na, okay, vielleicht kann man sich nicht zwangsläufig denken. Jetzt, okay, Achtung, jetzt ist wieder so eine Video-Stopp-Aktion. Achtung, Stopp drücken. Was würdet ihr denken, was mit denen passiert ist? Was ist mit der, jetzt frage an alle, mit der Pommes passiert, die von McDonald's war? Oder / Burger King, ich sag mal Fast-Food-Kette. Und was ist passiert mit der Pommes, die selbst gemacht wurde? Aus echten Kartoffeln, aus eigenen Kartoffeln, sag ich jetzt mal. Wie sahen die nach einer Woche aus? Könnt ihr jetzt gerne, wer Bock hat, Video stoppen und an dem Rätsel mit teilnehmen. Gucken wir mal, was es für lustige Antworten dann dementsprechend alle gibt. Und dann werde ich das dann halt jetzt gleich auflösen. Seiten, Achtung, jetzt stopp! Gut, wenn, dann müsst ihr jetzt einen Kommentar verfasst haben, weil, ich erkläre mal kurz, was das Ergebnis war, beziehungsweise wie er es mir erklärt hat, dann ist mal sehr, sehr logisch dann. Der ist so ein bisschen, ja, immer die Augen offen Richtung Greenpeace hin, Richtung das und das und sämtliche Gesundheitssachen im Sinne von Bio und wirklich übertrieben, aber ja, das war der mit dem Korallenpulver, wer es noch weiß, einmal. Und dem Chlorophyll. Und die Pommes von McDonald's, da war, oder ich fange erstmal mit anderen, mit der normalen Pommes, die man selbst gemacht hatte, geht ins Lager, die ist verschimmelt. Also natürlich, nach einer Woche, wenn du so ein Kartoffelding irgendwo in die Ecke stellst, sie ist total vergammelt dann. Die fängt an zu schimmeln, breiten sich Pilze und Bakterien, alles mögliche aus einer Petrischale und die Kartoffel fängt dann an zu verrotten. So, ist natürlich normal. Und was jetzt mit der Pommes passiert von, ich sag jetzt mal, der Fastfood-Kette? Gar nichts. Das heißt, kein Schimmel, kein gar nichts. Die ist so mit Chemikalien vollgespritzt worden, dass die ewig lang haltbar ist. Das heißt... ich sag mal, Pommes allgemein werden chemisch so behandelt wohl, dass die mit dem Haltbarkeitsdatum so hochgepimpt werden, das heißt, die kannst du in die Ecke stellen, die fangen nicht an zu gammeln. Da willst du auch nicht wissen, wie alt die Pommes schon sind, die du dann gerade bei McDonald's serviert bekommst. Die können ja ewig lang, sag ich mal, gelagert worden sein. Und ja, also es ist natürlich klar, in der Pommes bei McDonald's, nehme ich mal stark an, wird nicht nur Kartoffel und Salz stecken, sondern da wird noch mehr drin stecken. Konservierungsstoffe und dies und das und tralala. Ich meine, so Zeug, was du eigentlich gar nicht alles brauchst. Am Ende geht es auch noch weiter mit wahrscheinlich Nanopartikeltechnik. Gibt es ja auch im Essen, damit es glänzt oder mit Soße irgendwie flüssig oder. Nee, damit Soße oder also Ketchup zum Beispiel besser aus der Flasche kommt, wird das mit Nanopartikeln behaftet, damit das besser gleitet und so ein Scheiß, was du eigentlich gar nicht brauchst. Inwiefern das Auswirkungen auf den Menschen hat, weiß natürlich keiner. Das ist noch nicht getestet worden, weil sondern gibt es das noch gar nicht. Es gibt keine Langzeitstudien über Gentechnik und es gibt auch keine Langzeitstudien über allgemein. Sag ich mal, Nanopartikeltechnik in Essen zum Beispiel. Und das ist halt das ist ein Problemchen. Weil jetzt kann man theoretisch noch was machen. Wenn du dann, ich sag mal, 50 bist und 30 Jahre lang deines Lebens öfters mal Fastfood gegessen hast oder alles Mögliche, dann ist vorbei. Dann hast du natürlich hier dann die Langzeitschäden und du weißt ja nicht, was es ist. Entweder es macht nichts und du kannst essen, ist okay. Oder es hat was gemacht und ist vielleicht krebserregend. Obwohl, es ist so vieles heute krebserregend. Ich glaube, die Krebsrate ist gestiegen um weit bei weitem in den letzten Jahren allgemein. So, Creeper. Ich gehe nochmal hoch, während ich quatsch und... Nee, verdammt, ich bin ja schon... Was? Ich bin schon 15 Minuten am Aufnehmen, ich habe durchgequatscht. Heilige Scheiße, ich glaube, ich splitte das in 2 Folgen und mache eine Notiz damit rein, weshalb ich es gesplittet habe. Also es wird eine Doppelfolge dementsprechend, weil das Thema ist dann vielleicht doch so... Naja, müsste man vielleicht einen Ganzen haben.
ich war da mehr oder weniger mal so ein bisschen abgelenkt jetzt gerade, habe nicht auf die Uhr geguckt und habe jetzt keinen Plan gemacht, was könnte ich jetzt mal machen hier eigentlich, wo waren wir stehen geblieben, ich wollte Lilipads holen, so, ich gehe jetzt in die Dings und hole Lilipads, jetzt weiß ich es wieder und ich weiß auch, dass ich nicht hier hochgehen soll, ja, sorry, ich gehe wieder da hinten hoch, weil Aufzug gleich schneller, ganz einfach, Spark plus Aufzug gleich schneller, neue mathematische Formel, Spark plus Treppe gleich Arsch langsam zum Einpennen. Moment, so, da, jetzt geht's raus. Gut, muss man aufpassen, dass es wieder rückwärts runterfällt. Und die Lampen sind aus. Es funktioniert so halb mit dem Villager. So halb geht's, so halb. Jetzt ist er draußen. So halb. Halb fünf Sechstel. Halb Pi Siebtel geht's, aber ansonsten mehr geht nicht. So, Shears, ich weiß nicht, ich glaube, die kann man normal abbauen. Die Lilypads. So, da düse ich gerade mal rüber. Die Fischen, die Spitzhacke nehme ich gerade nochmal mit. Die behalte ich und ich gucke mich ein bisschen um. An sich finde ich es nice gestaltet. Hier vorne, die Bäume sind schon wieder erneut gewachsen. Das heißt, sieht gut aus, soweit. Ich habe hier nochmal welche gepflanzt, damit die einigermaßen ein bisschen besser angepasst sind. Ich habe hier nochmal gerade Dingsen da. Hier. Fackeln rein. Welche lange Fackeln und Fackeln setzen. Da einerseits. Da nochmal. Da nochmal. So. Passt schon. Nee. Da. Das ist ein bisschen blöd. Ich sehe halt jetzt gerade nicht, wo der Weg lang geht. Ne? Nee, will nicht so wirklich. Da vielleicht. Moment, natürlich muss ich die ganz an den Weg setzen. Ich warte einfach ein bisschen, bis der Schnee dann geschmolzen ist. So, da noch was. Ach, gucken wir mal, wie es dann später aussieht. Lilypads gibt es im Nether. Jemand hat auch nochmal gefragt, jetzt eben gerade in der letzten Let's Play-Folge war das, glaube ich, oder einer der letzten, wo ich Kommentare gelesen habe. Ja, wie hast du das eigentlich mit dem Nether-System angelegt? Kommt man da nicht irgendwo anders dann raus und so weiter und so fort? Alles in älteren Folgen. Ich möchte es nicht immer 10.000 Mal erneut erklären, weil es Leute gibt, die haben das halt schon gesehen. Und wenn ich das nochmal erkläre, dann geht es denen irgendwann auf die Schwerter. So, das soll ein Zombie-Pigman sein, nur so nebenbei, das sind keine neuen Mobs. Ein schwebender Geist. Jo. Nö, sieht ein bisschen skurril aus, habe ich schon etwas mal erzählt. Was macht eigentlich die Nether Ward Farm? Wachsen tut sie wahrscheinlich nicht, weil ich nie im Nether bin. Ja, Nether Ward Farm haben wir auch, sieht so aus. Ist nichts Besonderes, ein bisschen eingezäunt, ein bisschen Soul Sand. Seit neuestem geht es ja wohl auch außerhalb des Nethers, soweit ich weiß. Kurzer Test. Warte mal, hier geht es genauso wenig. Warum kann ich in dieser Welt keine Pfeile schießen? Warum geht das nicht? Warum? Ich glaube, ich müsste eigentlich mal fast testen, da der Schaubel das mal ausruhen, die gleich. Nee, komm, glaube ich mich jetzt nicht um. Na, hier hinten geht es übrigens zu einer Nether-Festung. Die haben wir auch schon alle Sekunden. Nether-Festung haben wir schon. Wir haben einiges da hinten im Nether weiter erkundet noch. So ein klein wenig befestet. Wir haben so Schienen angelegt. Ach komm, zeig ich nochmal gerade, wo ich da bin. Jetzt hier für die neuen. Man kann auch mit der Schiene fahren, dann geht es über die Booster Rails drüber zum Beispiel, ja, kann man fahren. Hier vorne ist eine Haltestelle und katsching. Und bei der Haltestelle kann man auch weiterfahren, sieht dann so aus, fährt man weiter. Und dann hier vorne ist eine Wand, oh, sie öffnet sich und oh, sie schließt sich auch wieder, zack. Und zwar halt so, dass, ja, komplett so geheimtürmäßig Dingen sind, ne. Ich habe hier hinten noch keinen Block, das heißt, hier wird es dann weitergehen. Ach komm, wo ich schon mal da bin, da kann ich auch mal lang gehen. Komm, geh ich mal lang, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Wie sieht's denn aus hier im Nether bei uns? Da waren wir schon ewig nicht mehr, aber wir haben schon alles ausgebaut. Oh, das heißt, alles ein bisschen ausgebaut. Hier geht so eine Treppe runter. Hier sind noch Krater, die sind von Gast. Ne? Joa, dann geht's da noch runter, dann geht's noch viel, viel weiter. Dann geht's eine Treppe hoch und ach, was haben wir alles schon ausgebaut? Und hier habe ich, glaube ich, mal über Quantenphysik oder Wasserstoffbomben habe ich geredet und Kernfusion, als ich das Ding gebaut habe. Ja, das passiert ab und zu mal. Wer Bock hat, kann sich es anschauen. Wer keinen Bock hat und sagt, Spark, ein Wort noch und ich knall dir eine von Latz, dann ist auch okay. Da müsst ihr es nicht schauen. Jo, Glowstone, Nether und so weiter und so fort. Jedenfalls, ich glaube, ich gehe noch durch das Nether-Portal durch. Und dann, ja, muss ich auch schon die Folge beenden. Also es war jetzt so eine Doppel-Dema-Folge, aber ich schneide trotzdem in zwei Parts. Damit wir dem normalen Ablauf gerecht werden. Bloß keine Veränderung. Schlimm, ist immer schlimm. Wenn du Veränderungen machst auf YouTube, ist immer gleich der Arsch. So, dann geht's hier durch. Tralalala, einmal durchgehen und dann beim Durchfahren, zack, schließt sich das Ganze wieder. Und natürlich hängen wir schön mit der Lore hier wieder an der Halteschranke drin. Obwohl, eigentlich müsste ich da mal hier, da die so entstellen. Ich könnte eine Sache mache ich noch. Eine Sache muss ich noch machen, vielleicht eventuell. Für die Leute, die jetzt wegen der Schaltung fragen.
Habe ich mal selbst entwickelt, zufällig hier auch, glaube ich, live im Let's Play, so ein bisschen. Sieht so aus, so ein bisschen durcheinander hier. Da vorne kommt sie gerade, wenn die erste Detectable Rail, ich kann nicht mehr reden, drüber fahren. Haben wir hier einen T-Flip-Flop, der macht dies und das, dann geht hier ein Signal raus, dann kommt so eine hübsche Schaltung allgemein, die hier ein paar Pistons bepowert, dann geht es unten durch nochmal. Warte mal, kann ich oben drüber gehen eigentlich? Ja, kann ich. Ich kann ab sofort auch drüber gehen. So, und dann geht es hier hinten nochmal, da ein bisschen an Pistons und an weitere Schaltungen, also so ein ganz nettes System eigentlich. Da ist eine Schiene, die zur Seite gedrückt werden muss und ein Block, der weggezogen wird. Dann kommt da anstatt des Blocks eine Schiene hin. Das war ja gerade schwierig dann. Beim Zurückziehen wieder genauso. Wieder so ein bisschen hin, ja, wechselseitig. Pass mal auf, mit Köbbelstöhn machen wir das Ganze wieder zu. Ich begebe mich durchs Portal und verabschiede mich dann auch gleich schon. Oh ja, stimmt, was ist eigentlich drin? Netherrack, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Direkt noch vom Ausbau. Und hier könnte man eigentlich noch mal mit dem ganzen Cobblestone, den ich habe, ein bisschen ausbauen. Das wäre eine Idee. Soll ich das hier machen? Einfach ein bisschen so bauen, ausbauen, ein paar Themen weiter bequatschen und so, weil das jetzt so ein bisschen, naja, man kann es besser machen. Und dann geht es ja halt wendeltreppenartig nach unten. Oder man nimmt halt schnell die Expressroute, geht dann so. Plopp. Natürlich bekommt man dadurch Schaden. Und dann durch einen hautengen Tunnel, ich kann hier kaum springen, wie man gerade merkt, geht es hier durch und hier hoch. Und da ist das andere Portal. Also viele kennen es jetzt schon. Wer es noch nicht kennt, kleiner Finger hoch. Es ist ja, ja klar, es kommt täglich kommen neue Leute dazu. So, durchs Portal hindurch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns demnächst. Danke fürs Zuschauen und tschüssen.